zum Beispiel mit Swiss Auto in der Schweiz, das ist jetzt ein Konstrukteur inzwischen von Indien Motorrädern. Mit dem haben wir zum Beispiel mal so einen El Carbon gebaut und TÜV gemacht. Also wir haben ja früher nur wilde Sachen gebaut, die ganzen Hot Rods, Pickups mit Big Block Motoren gemacht. Wir haben ja zum Beispiel letztes oder vor 2 Jahren sogar noch einen Bel Air gebaut mit einem 10 Liter Motor drin. So Sachen machen wir heute immer noch für uns selber halt, das ist Spinnerei halt. Ein 10 Liter Motor in 60er Jahre. Ja, aber mit Rahmenkonstruktion, Scheibe, Bremse. Also das Auto hat alt ausgeschaut, war aber neues Auto drunter. Ja, das finde ich aus, wieso so geil. Ja, 260 gegangen das Auto. Und das, kann man das kaufen dann oder kriegt man sowas zugelassen? Oder ist das? Das ist zugelassen. Wir haben dann riesen Tests gemacht, haben wir irgendwann geschafft. Bei alten Baujahren ist das nicht so schlimm wie bei neuen. Und das Auto hat dann ein Hauskunde von uns gekauft. Ja. Der hat das immer stehen sehen, irgendwann hat er es gekauft. Das ist unglaublich. Was war so das Wildeste, was Sie für sich gebaut haben? Für uns? Ach ja. Also ich habe übrigens unten in der Tiefgarage geparkt mit einem winzigen Mietwagen und ich habe Angst, dass wenn sie irgendeinen Motor um mich rum anlassen, dass mein Wagen einfach durchgesaugt wird. Also das hat sich über die Zeiten natürlich verändert. Ich habe zum Beispiel einen Ford GT mit 1170 PS. Wahrscheinlich, man sieht eigentlich dem Auto nichts an, bis auf andere Felge, weil man natürlich bessere Reifen drauf machen muss. Dieser GT40, der nochmal wieder aufgelegt. Der GT oder? Serie 2, ja. Das haben wir schon ein paar Mal gebaut. So große Pickups und so mag ich in der Stadt jetzt nicht mehr fahren, so höher gelegte. H1 haben wir schon viele umgebaut. Aber die Zeit, man muss mit der Zeit gehen. Du kannst aber immer H1 in der Tiefgarage nicht mehr parken und du kannst in der Stadt nicht parken. Bist du eigentlich aufgeschmissen. Wenn ich in die Richtung fahre, aufs Land, ist super. Wenn ich hier reinfahre, brauche ich einfach ein normales Auto inzwischen, weil ich nicht mehr parken kann. Normales Auto wäre dann der Ford GT, ne? Das wäre jetzt schon wieder ein normales Auto, da können wir in die Parkgarage fahren, das stimmt. Weil dann haben wir halt viele, viele Corvette umgebaut. Ich habe eine alte Corvette, Baujahr 67, mit der fahre ich Bergrennen. Die haben wir umgebaut, auch mit 10 Liter Motor. Das hat die Saug PS 800. Drehmoment. 10 Liter Motor, das ist knapp in 1000 Newtonmeter. Also wir haben für uns selber natürlich viele Spinnereien, aber da fliegt halt auch mal, wie auf Solotüt, wo ich gefahren bin, da liegt halt mal die Kardanwelle am Boden, weil das Differential von oben bis unten durchgespalten war. Haben wir natürlich alles cool eingebaut und ich habe gedacht, an der Hinterachse spare ich einfach, das hält schon. Aber durch das, dass dann Michelin Cup 2 Reife fasst, hast du so einen Grip. Den Grip gehabt, ja. Hat sie beim Start, beim Durchschalten auf den ersten, zweiten Gang, hat es halt komplett alles durchgespalten. Ich habe zuerst ein blödes Kreuzgelenk drin, aber tatsächlich hat es alles durchgespaltet, der ganze Korb innen, alles. Das muss man halt jetzt wieder weiterbauen. So nimmt es kein Ende. Ne? Freut sich dann der 356-Fahrer, der vorbeifährt und sagt, guck an, der Geiger hat er seine Leistung nicht im Griff. Auch wenn ich halt vorbeifahre, dann wackelt dann seine Hütte, wenn es läuft. Ja, so ein normales Autofahrer ist ja okay, das ist alles super. Ich meine, ich habe auch normale Oldtimer. Das ist auch okay, aber was soll ich am Bergrennen mit dem Auto fahren mit 70 PS, dann bleibe ich daheim. Kann ich sie hochschieben. Kann man den Berg lieber flach machen mit 1000 PS, ne? Ja, mit so 1000 PS kannst du halt nach jeder Kurve markierst 300 Meter, zwei Striche auf der Straße. Nächste Kurve wieder 200-300 Meter einen Strich auf der Straße, markierst dann, halt dann alles. Dann stehen schon die Mitarbeiter da mit neuen Reifen? Ne? Nee, die haben sogar gehalten. Also letztes Jahr sind wir auch mal ein bisschen Nesca gefahren in Hockenheim, Nesca. War auch okay, meine Tochter auch, ja. Kommt dann in der neue Staffel. Okay. Da sind wir dann Nesca gefahren, war auch total lustig. Also Probe gefahren oder ein Rennen? Nee, das war so ein, wie nennt man das, ein Testrennen, ja. Okay. Ich wollte einfach mal schnuppern, ob uns das Spaß macht. Die Rennen, es gibt halt nur ein Rennen in Deutschland, das ist natürlich vom Werbeeffekt her für uns ein bisschen wenig. Mhm. Ich fahre halt lieber so die Rennen hier, wo wir dann auch was davon haben fürs Geschäft, nur Geld ausgeben, Stoff, dann müssen sie auch verdienen. Mhm. Und was ist das für ein Nesca, den Sie da haben? Ein Chevrolet Camaro war das. Ein älterer oder? Ja, das ist schon ein gängiger aus der Euro-Serie, so, okay. War ein neues Auto. Okay. Das hat ein Freund von mir, hat da zwei gekauft und mit dem könnte ich jetzt auch die Serie mitfahren. Ist halt so richtig oldschool noch. Meine Jungs haben keine Lust, die waren nicht mal damit dabei zum Anschauen, weil die wollen einfach nur Hightech-Autos bauen, Einspritzer, nicht Vergaser, die wollen halt nur das modernste modifizieren und bauen. Ist das so, ja? Ja. Gibt es da kaum noch Leute, die an dem alten Zeug gerne rumschrauben? Also der Dieter macht eigentlich die alten Fahrzeuge und der Michi, das ist eigentlich unser Tuning-Chef. Der hat jetzt Bock, dass wir so einen Klassikrennwagen bauen. Der ist jetzt heiß drauf. Der will auch, dass wir in Le Mans dann fahren.
Also man muss einmal im Leben Le Mans fahren und da braucht man einfach so ein Auto, was auch passt. Le Mans Historique oder die aktuelle? Nee. Ja, Historik. Jetzt haben wir eine Corvette gefunden vom Holländer, der homologiert ist, aber der hat sich gar nicht mehr gemeldet, wo man genauer nachgefragt hat. Also ja, okay. Keine Ahnung. Also ich muss es jetzt erstmal sitzen lassen. Wir haben ja noch so viele Rennen zum Fahren. Ja. Und dann muss man das in Ruhe angreifen. Wir haben ja nochmal ein neues Firmengebäude gekauft, wo wir wahrscheinlich so einen Historikladen reinmachen. Das Oldtimer-Restauration, vielleicht auch mit Einlagerungen von Autos. Das wird dieses Jahr auch noch alles passieren. Ein Gebäude ist schon fertig und das zweite wird sich jetzt der nächste Monat entscheiden, wie wir es bauen. Okay. Beeindruckend. Gibt es eigentlich bei Ihnen noch so, macht es jetzt nur noch wirklich US-Autos oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, der Geiger hat doch früher einen Lamborghini gekonnt, kann man damit auch heute noch zu Ihnen kommen oder gibt es da andere Spezialbetriebe? Also man muss immer sagen, in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so einfach. Also ist es nicht mehr so einfach. Aktuelle früher, nicht, also wenn dann alte früher Autos. Früher hast du halt die Trichter geholt und hast deine Weber-Vergaser eingestellt. Heutzutage ohne Tester hast du komplett verloren. Du kannst an den Autos nichts mehr machen. Du kannst das Öl ablassen, neues reintun. An den heutigen, klar. Nee, ja. Aber okay, würden Sie jetzt, wenn Sie im Classic Center machen, auch alte... Also ich würde tatsächlich, hätte ich wieder Bock auf die anderen Autos. Es war eine wunderschöne Zeit, wo man die Lambos und die Ferraris restauriert und repariert haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich jetzt echt sagen. Aber man muss immer sagen, unser Programm mit den Amis ist so viel, ist die Frage, ob man sich das antut. Weil wir hatten auch viele Corvettes, alte zum Restaurieren, C1, C2, C3 ist ein kompletter Newcomer. Da gibt es mal richtig viel Geld dafür, für die Autos. Und das müssen wir halt jetzt schauen. Also das ist ein zu großes Gebiet. Du hast die ganzen Mustangs, die Shelbys, die Charger, die Challenger. Du so kannst ja Autos, alles neu aufbauen und bauen. Die Werkstatt ist sowieso schon komplett ausgebucht. Es gibt Ersatzteile ohne Ende. Ne? Das ist ja das Tolle für die Autos. Die bauen alles nach. Also die sind da komplett schmerzfrei. Also du kriegst jede Schraube für alte C1, C2, C3. Und man kriegt die Schrauben. Das ist ein Freund von mir, der ist Mopar-Fan und schraubt da immer noch rum. Der sagt, man kann die Schrauben auch so im alten Look kaufen. Also dann sehen die aus, als wären sie alt. Ja, so, sowieso. Das finde ich ja sensationell. Ne? Das ist so also diese kleinen Tütchen. Man muss sagen, die Oldtimer-Geschichte in Amerika ist komplett anders wie hier. Weil da hatte jeder so einen Eimer in der Garage, jeder schraubt in der Garage mal so ein Auto rum. Das ist ja ein Muss. Also wie jeder ein Haustier hat, hat jeder einen Ami in der Garage stehen. Und man kann es auch noch machen. Ist einfach, kann, Es ist sehr einfach geschickt. Du kriegst in jedem Versandhandel, kriegst du deine Teile, was du brauchst. Das ist ja alles. Kriegst du deine Erstausstattung an Werkzeug mit Wagenheber. Also es ist schon so gemacht, dass jeder schrauben kann. Und die sind auch stolz auf ihre Autos. Sind halt Patrioten. Also das ist einfach cool in Amerika. Wenn man Lust hat, jetzt in dieses Ami-Oldtimer-Geschäft einzusteigen, was ja preislich auch noch geht im Vergleich, sagen wir mal, zu italienischen Klassikern oder deutschen, bei bestimmten Autos, was würden Sie einem da raten? Oder wo würden Sie sagen, ist ein Ford Mustang eine gute Idee? Also oder? Einstieg, dass man mal so die Nase reinschnuppert, ist eigentlich ein Mustang. Ja, ein cooles Auto. Ja, und das ist überschaubar von der Kosten, von der Modelle. Die meisten sind original, die sind Matching Numbers. Es ist übersichtlich, ob er gut restauriert ist oder schlecht restauriert ist. Also das kann man einfach abchecken. Und so ein Auto geht los, ein Coupé 64 bis 67, kriegst du um 25.000, 30.000 im guten Zustand. Also das ist überschaulich. Corvette ist schon wieder extremer. Und eine gute C1 bist du über 100. C2 fahrbar, nicht Matching Numbers. Bis bei 60, Cabriolet, Coupé, vielleicht ein paar Euro billiger, aber eine gut restaurierte oder originale C2 Big Block 66, 67, da bist du weit über 100. Wahnsinn. Coupé oder Cabriolet ist egal, kostet richtig Geld. Und die C3 ist so dieses klassische Ludenauto eigentlich, oder optisch? Ja, ist das der aus den 70ern? Ja, das war das, aber es gibt zum Beispiel C3 vom Baujahr 68 bis 71. Oder 72 sind das die Stoßstangenmodelle. Die werden auch schon so teuer, ne? Die kosten in den USA top restauriert, Small Block weit über 100. Wirklich weit über 100. Die wollte vor 15 Jahren wollte keiner haben. Jemand, die alle nachgeschmissen. Das war vor ein paar Jahren. Ein Big Block, unbezahlbar, wenn die richtig super gemacht ist, dann kostet das Auto weit über 100 immer. Ich war gerade auf einer Auktion, darum habe ich die Preise gerade so im Kopf. Und die 73er, okay,
die kannst du noch kaufen, würde ich sagen, zwischen 15.000 und $25.000. Die sind noch gut. Wir haben jetzt gerade 74er aus dem Museum gekauft in Bowling Green. Mhm. eBay ersteigert. Tatsächlich? Bei eBay? Ja, das Auto kostet 25.000. Das ist tatsächlich erste Hand, 30.000 Meilen. Die komplette Geschichte von der Neuwagenrechnung, Betriebsanleitung, alle Reparaturen. Es ist komplett alles in einer Kiste dabei. Das ist eigentlich ein Auto, das kostet bis hier, ist fertig ist 28, 29. Dann hast du ein Auto, wo keine Leiche ist und sauber ist und kannst einsteigen und fahren. Wahrscheinlich auch okay. Ein 74 ist das Modell, wo das in dem Jahr das geteilte Heck drauf war. Ja, okay. Das gibt es nur 74, ist also eigentlich ein hässliches Auto, aber eigentlich schon wieder so besonders, dass man es kauft.